Hey, na, wie geht's dir? Herzlich willkommen zurück hier bei Raft. Ich habe jetzt schon die unterschiedlichsten Kommentare auch bei anderen Let's Playern, anderen YouTubern zu dem Spiel gelesen. Ich find's interessant, da ist von Scheißspiel über ey, bestes Spiel ever, bis hin zu ich kann's leider nicht spielen. Denn ich werd seekrank. Habe ich jetzt alles gelesen. Das ist tricky hier. Oh. So, und es wurde natürlich auch gesagt, warum baust du denn nicht hier vorne? Noch eine Reihe ran, weil dann hast du das ja hier geschützt und du hast ja natürlich vollkommen recht, aber ich wollte mich erstmal auf andere Sachen konzentrieren, aber so müssen wir natürlich nicht mehr what the fuck die Scheiße ersetzen. Sag mal, die Bretter cheaten doch, oder? So, was wir aber machen wollten, ist angeln. Damit wir nämlich so einen Haiköder bauen können. Frage ist, ich weiß gar nicht. Alter, ich schieb schon voll Paranoia wegen dem Drecksfisch. Das ist kein Fisch, das ist ein Säugetier. Halt die Presse. So, Haiköder. Roher Hering brauchen wir da. Vor allem brauchen wir mal ein bisschen mehr Space, Alter. I need more space. Können wir denn eine größere Kiste bauen? Können wir. Haben wir. Machen wir. Stellen wir hin. Nice. Ah ja, Gartenhering haben wir. Ja, ist schön. Der bringt uns jetzt bloß nicht wirklich was. So. Erstmal wieder reinkommen, ja, wenn du das ein, zwei Tage nicht gezockt hast. So in die Routine wieder reinkommen, ist erstmal irgendwie, was? So, warte mal. Roher Hering und rohe Seebrasse. Das heißt, den braucht man nicht. Nice. Das heißt, wir holen uns jetzt einen rohen Hering und eine rohe Seebrasse. Da ist auch schon der Seehering. Der Seehering. Ja, ja. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, ob ich sowas wie ein Tagebuch machen könnte am Ende der Folge. Ich habe keine Ahnung, was du von mir möchtest. Aber ich bin für alles offen, also schreib mir ruhig mal ein bisschen genauer. Also wahrscheinlich wirst du das jetzt schon gemacht haben, wenn du das hier
siehst. Interesting. Ah. Kann man trotzdem angeln? Boah, was? Kann man dann trotzdem angeln? Ah ja. Was für ein schöner Abend. Ich und der Hai. Der Hai und ich. Zack. Haben wir denn jetzt eine Seebrasse? Nee, Makrele haben wir. Ha! Und die. What? Das ist doch scheiße. Warum kann ich das hier nicht auf so eine Brüstung draufstellen? Das ist doch kacke. Wie kriege ich das an? Weiß ich nicht. Irgendwie muss ich das ja anschalten können. Bekommen wir wahrscheinlich auch noch hin und raus. Das ist cool, habe ich geangelt anscheinend. Jetzt angel ich keine Brassen, das ist nicht so geil. Und da haben wir eine. Sehr geil. So, Haiköder. Sag mal, habe ich das gerade gecheatet? Während ich den Fisch gehalten habe, habe ich den Fisch benutzt für ein Crafting-Rezept und habe ihn jetzt immer noch in der Hand. Ich meine, ich beschwere mich nicht, ne? Planken da rein. Sehr gut. Dann können wir nämlich den Haiköder. Ja, es wäre jetzt geil, wenn wir bis zum nächsten Tag einfach pennen könnten. Aber so einfach wird das jetzt nicht. Weil wir natürlich die nötigen Utensilien jetzt irgendwie nicht ranbekommen. Hast du gedacht, Skippy, du Arsch? Ja, scheiße, aber nachts ist das so eine Sache für sich, finde ich. Sieht aber schon nice aus, finde ich. Also grafisch kannst du dich echt sehen lassen. Ist natürlich jetzt nicht die geilste Grafik. Aber es ist sachgemäß. Scheiße. Leute. Ich wusste es.
Okay. Das Problem ist, wenn ich jetzt da runtergehe, dann kommen wir nicht weiter. Ne, weil da unten sehe ich, sehe doch da mitten in der Nacht, sehe ich nichts. Ich bin ja nie Batman oder so. Scheiß drauf, es kommen auch noch andere Inseln. Jetzt wird's hell, na toll. Na egal. So, was ich plane, ist hier auch noch so ein. Ah, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Was ich aber weiß, ist, dass wir auf lange Sicht einen Haufen Ressourcen sammeln müssen. Die auch irgendwie nicht ordentlich gestackt werden. Hier sehe ich gerade. So, die machen wir mal da rein. Danke. Immer sogar noch einen Haufen Scheiß drin, Alter. Die ganzen Blumenwichsteile. Ich meine, die rote Beete bringt zwar nicht wirklich was, aber dann haben wir vielleicht ein bisschen Vorrat, Essen. Ist ja auch nicht verkehrt. Und da geht's auch schon wieder los, das gute Gesammel. Tag 7. Nein, jetzt treffe ich nicht. Da haben sie reingepatcht. Kannst jetzt quasi den Punkt drücken auf der Tastatur und dann hast du hier so eine cinematische Ansicht. Weil sie wahrscheinlich einfach mitbekommen haben, alles klar. Wir haben YouTuber, die das Ganze zocken und diese YouTuber machen natürlich verdammt gerne Thumbnails. Ne? Nicht so wie ich, der hier für Raft ein einziges Thumbnail benutzt. Es gibt ja Leute, die machen sich Mühe. Das ist übrigens ein Kommentar, den ich gelesen habe. Ich weiß übrigens nicht, ob ihr noch mehr von Raft sehen wollt. Aus den anfänglich mittlerweile tatsächlich 35 Daumen nach oben. Huch. Sind mittlerweile, glaube ich, 10 nur noch geworden oder so, zum jetzigen Standpunkt. Das ist gar nicht schlimm, also ich will da auch gar nicht meckern oder so. Aber das sagt mir natürlich, dass ihr da vielleicht nicht mehr so doll Bock drauf habt. Wenn es anders ist, zeigt es mir, indem ihr einfach das Video daumiert, dann weiß ich schon Bescheid, das reicht schon vollkommen. Ne, der Sinn, warum wir jetzt hier vorne nochmal zugebaut haben, ist natürlich, und da hat ja der liebe Kommentarschreiber auch vollkommen recht, wenn der Hai angreift, dann greift er immer die Äußersten an. Ne, er greift nicht irgendwo in der Mitte an, sondern die Äußersten. Und dann macht es natürlich sehr viel Sinn,
einfach, dass die äußerste Schicht nicht gerade das ist, wofür wir mehr Ressourcen benötigen. Das ist ja auch das, was mich die ganze Zeit davon abhält, irgendwie so ein richtig krasses Boot zu bauen. Weil ich immer denke, wenn wir jetzt irgendwo irgendwas bauen, wo man nicht mehr hinkommt, dann können wir uns gegen Skippy gar nicht mehr wehren. Wurde auch gesagt, ich soll mir unbedingt endlich ein Segel bauen. Ich habe euren Ruf gehört. Wir bauen uns ein Segel. Irgendwann. Wenn wir 50 Daumen nach oben bei dieser Folge hinbekommen, ja, dann auf jeden Fall bauen wir uns ein Segel. Nee, Alter. Für sowas bin ich nicht der Mensch. Ich überlege, ob wir da rüber paddeln. Ich meine, es ist eine ruhige See zurzeit. Sorry! Alter, wir sind ja schon fast wie so ein Dampfer, Alter. Alles plätten einfach. Ich find's interessant, von der Kiste bekommen wir immer Scharniere. Oder ein Scharnier und diesmal Metallerz. Da steht auch, könnte zu etwas Besserem geschmolzen werden. Gucken wir mal, dass wir auch wirklich schon alles erforscht haben. Aber es sieht ganz gut aus soweit. Was? Das kann man nicht erforschen. Achso. Ha! Gut. Nagelmäßig und seilmäßig. Müssten wir ja alles haben. Und hier haben wir noch ein Brett, das haben wir auch schon erforscht. Na, da bin ich ja zufrieden. So, was können wir denn noch alles Schönes bauen? Forschungstisch haben wir. Anbaufläche. Vogelscheuche. Die Vogelscheuche macht tatsächlich das, was sie machen soll. Sand und Lehm. Siehst du. Denn die Vogelscheuche soll quasi dafür sorgen, okay, das ist krass. Können wir keine Ananas pflanzen wieder? Das ist doch scheiße.
dachte, wir können wieder Ananas anpflanzen dann. Aber anscheinend ist das Wunschdenken. Metallerz konnten wir auch nicht erforschen, ne? Nee. Bedeutet für uns aber, wir können das erstmal wegpacken. Können hier die Rübe runternehmen, da eine Planke hinmachen, wenn er denn will. Und dann können wir da die Kartoffeln auch noch draufpacken. Natürlich ultra geil, so eine Kartoffel. Und wenn alles gut geht, kommen wir demnächst auch nochmal ein bisschen Skippy zu fressen. So, und ihr habt gesagt, hier oben müssen wir wahrscheinlich einfach so einen Bolzen hinstellen. Bolzen, Alter, ich bin ein lyrisches Genie, aber das hatten wir ja schon mal irgendwo. Wer weiß, in welchem Let's Play das vorkam, Alter, der muss echt gut sein. So, und jetzt wird hier ein bisschen umgebaut. Das Zeug kurz weg. Das hauen wir uns einfach hinter. So. Müssen wir natürlich uns ein bisschen beeilen, das ordentlich fertig zu bauen. Ansonsten verhungern wir. Und verhungern, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich find's halt nicht so geil. So. Ist alles ein bisschen complicated gerade, aber ergibt gleich Sinn, werdet ihr sehen. Bin ein bisschen da reingebuggt. Finde ich dann nicht so geil. Ja, so kann ich damit leben. So, das. Ich überlege, ob wir hier vorne überhaupt, ich glaube, Nahrungsmittel und sowas werden wir einfach hier hinten reinstellen.
Es ist halt die Überlegung, ob wir das dann platzsparend hinstellen sollten. Ja, oder so, dass man da viel von hat. Hier hätte ich gern so einen Durchgang offen. Das geht tatsächlich. Leute, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber wir haben Skippys Kopf und wir haben einen Haufen rohes Fleisch. Hier, 4 rohes Haifleisch und ein Haikopf. Ist ja geil, Alter. Gefällt mir. So, aber zurück zu der Frage, dass wir lieber platzsparend reinstellen sollen. Ich denke fast, die Antwort ist ja. Boah, das war jetzt Verschwendung. Da habe ich direkt eins gegessen. Ja, ich weiß noch nicht, wo wir die Grills tatsächlich hinstellen. Ich überlege jetzt gerade, ob ich die komplett symmetrisch baue. Was ich mich auch gerade frage ist, wie kann man denn was abbauen? Kann man nichts abbauen? Leute? Das ist doch total strange, oder? Warum kann ich denn nichts abbauen? Naja, wenn ihr wisst, wie ich hier was abbauen kann wieder, ob das überhaupt funktioniert und vieles mehr, das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und denkt dran, wenn ihr davon mehr sehen wollt, mehr Unsinn, mehr Blödsinn, mehr Haiköpfe und vieles mehr, vor allen Dingen, verstehst du? Vieles mehr. Dann, denkt dran, die Videos zu daumieren, das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, in der nächsten Folge geht's hier weiter. Bis dahin, mach's gut.